Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und ich bin erst gerade aufgestanden, Leute. Entschuldigt meine Visage. Ich warte jetzt hier gerade auf Patrick und dann kommen dann zwei Herren heute vorbei, um mich auszumessen. Ich habe die Typen kennengelernt an der SNBF. Die haben dort Bodybuilder vermessen für Maßanzüge. Und ja, Leute, es ist jetzt schon sehr, sehr lange überfällig, würde ich sagen, dass ich mir mal meinen ersten Anzug machen lasse. Deshalb werde ich heute euch daran teilhaben lassen. Patrick muss natürlich auch kommen. Auch er macht sich einen neuen Anzug. Für mich vor allem wichtig, dass er dabei ist, weil er einfach schon ein bisschen Ahnung davon hat, wegen des Styles etc. Und wenn fast das Ganze auch was für euch wäre, auf jeden Fall auch bereits, dass ihr seht, wie das Ganze so abläuft. Dann habt ihr mal eine Idee. Und ja, auf jeden Fall scheint es eine gute Sache zu sein. Sehr, sehr günstige Anzüge im Vergleich zu den Ladenpreisen, weil die Typen eben keine Lokale haben, wo man vorbeigehen muss. Das heißt, die kommen zu dir und dadurch, dass sie auch eine eigene Fabrik haben in Serbien, soweit ich weiß, ist das Ganze entsprechend auch wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis super gut. Das heißt, checkt's ab. Wir werden auch noch einen Rabattcode aushandeln, dazu dann später mehr und dann, ja, sieht man sich. Peace! So Leute, jetzt geht es hier um die Auswahl der Farben und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr kennt mich, ich bin nicht so der modische, wie sagt man dem, Superguru, das ist eher Patrick und der beratet mich jetzt hier auch schon ganz gut mit den Farben. Ja, also wir haben hier gute Farben, gute Stoffe auch, ja. Chief, wie heißt der genaue Stoff? Das ist Schurwolle 120er. 120er ja, Schurwolle. Genau. Und ja, es gibt eigentlich jetzt zwei Sachen, die mir gefallen. Also erstens mal ist jetzt diese Farbe hier. Das ist ein bisschen Licht bläulich. Ist natürlich jetzt ja, ein bisschen. Ist ein bisschen bläulich. Ja. Und diese Farbe ist auch ein bisschen blau, aber viel dunkler als der. Ja, ja, also dezenter. Ja. Dezenter, ja. Und ich finde den frech für Mischa. Und den will ich jetzt kombinieren, zum Beispiel mit einem geilen Violett, ja, wie dieser Pullover ist. Mhm. Das ist das Innenfutter. Das heißt, wenn du den Anzug aufmachst, dann ist hier drin Violett. Schwul! Nein, das sieht frech aus, sieht klein aus. Und für mich, oder besser gesagt, was auch passen würde, das ist dieses rötliche, das ist, wie nennt man das, Weinrot? Das ist was? Bordeaux. Bordeaux-Rot, ja, stimmt, Bordeaux-Rot. Bordeaux-Rot. Weil ihr seht, wenn das der Anzug ist und das ist das Innenfutter, dann beißt sich das nicht, oder? Das ist ein schöner Übergang. Ja. Es ist nicht zu auffällig. Aber doch auch ein bisschen frech mit diesem Rot. Schön okay. Elegant, aber auch sportlich. Perfekt, ja. Bro. Und ich bin gespannt, wie der Anzug. Also du denkst dich damit. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich finde diese Kombination ziemlich geil. Das Einzige, was ich mich jetzt noch frage, ist, dass es mein erster Anzug ist. Ist es nicht schon fast zu fresh? Nein, nicht mit diesem Rot nicht. Mit dem Violett wäre es ein bisschen zu fresh. Ja. Oder? Ja, too fresh. 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 Fresh and clean. Ja, genau. Aber so, mit diesem Rot hier, würde ich sagen, absolut business-tauglich. Alles easy. Ja. Alles easy, schön dezent. Und doch, aber hast du die gewisse Coolness. Frische Coolness. Und ja. Wir müssen jetzt schauen, was wir sonst noch anpassen können. Ich denke, wenn wir den Kragen nach oben machen, oder können wir dann vielleicht auch dort was hinschreiben. Und Können wir alles machen. Okay, also, seid da völlig flexibel. Also oder? Ihr seht, die Leute, wir haben hier extrem viele Möglichkeiten. Das ist unglaublich. Ja. Und ich muss jetzt dich fast schon kurz fragen, ist die Beratung von Patrick auch dabei? Ist dabei. Das heißt, Patrick wird in den nächsten Tagen ein paar Anrufe bekommen. Nee, also wie gesagt, Leute, die Auswahl ist riesig. Also ihr seht, wir haben hier auch ganz geile Stoffe, wenn man so Jacken machen will. Ich hab mich da Casual auch schon Korkjacken, so Jeans. Ja, genau. Also man kann sich da schon Stunden damit befassen. Ich habe das auch ein bisschen verfolgt in Thailand, als da Karl das gemacht hat. Wobei ich dort eigentlich mit dem Service... Ich konnte das dort nicht machen, weil ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Weil erstens mal weiß man nie, wie die Typen arbeiten und auch wenn man dann reist und alles das zusammen. Und hier in der eigenen Wohnung, total entspannt hier, mit ein paar guten Pumpen. Das ist übrigens Phil, auch von Arnie Suits und... er ist natürlich der Bodybuilder unter den Maßschneidern. Das heißt, er versteht natürlich auch die Bedürfnisse von breiter Schulter, dicke Arme. Absolut. Und ja, jetzt gucken wir mal weiter. Was ziehst du dir rein, Mann?
Also wie gesagt, wenn du dir, ja, ich überlasse dir den Vorwand, weil ich habe auch schon Anzüge, so einen Erstanzug. Muss natürlich auch in Istanbul. In Istanbul muss es natürlich gut aussehen. Richtig, ja. Wir werden nach Istanbul gehen am 31. Und am 31. fahren wir mit dem Anzug, schön, easy peasy. Aber ich ziehe mir dann den rein da, ja. Das ist, wie gesagt, auch ein bisschen blau. Jetzt nicht so hellblau, ja, nicht so hellblau wie deiner. Den überlasse ich dir. Und ich kombiniere ihn, aber dann, wenn du ihn mit dem roten nimmst, kombiniere ich ihn dann mit diesem Violett, ja. Oh, oh, oh. Und zwar Joker-Style. Game, ja, das ist Joker-Style. Ist ein bisschen fresh, easy peasy auch. Und das kombiniere ich so. Alright. Ja. Dann schreibe ich mir das auf. Dann habe ich mal bei Mischa habe ich den A32. Ja. Ja, haben wir hier die Bestellung. Und danach bin ich mal gespannt, wie das mit dem Ausmessen wird. Ja, das schaut mal, Leute. Das Ausmessen ist, Leute, für all die Leute, die Sport machen und die ein bisschen breiteren Bizeps haben, ja, als ich sage jetzt, als die Normalbevölkerung, ist einfach schwierig, da richtige Anzüge zu finden. Die passen. Man muss immer Anpassungen machen. Und bevor ich jetzt irgendwo, ich sage es in einem Warenhaus, laufe und einen Anzug nehme, kaufe und dann Anpassungen mache, das kostet ja auch wieder Geld, sage ich, du, ich mache mir lieber gerade direkt einen Anzug, ja, maßgeschneidert, den nehmt ihr nachher die Masse, ja, und dann habe ich es und dann passt es wie eine zweite Haut, man fühlt sich wohl und das ist der Sinn und Zweck des Anzugs und heutzutage braucht fast jeder irgendwie mal einen Anzug, ja, für eine Hochzeit oder zum Arbeiten oder sonst irgendwie, also ich finde es eine coole Sache. Und bin ich gespannt. Ja. Wir melden uns nachher wieder, Leute. So, was haben wir jetzt hier noch im Start? Jetzt müssen wir natürlich auch noch den Style auswählen. Wir haben das jetzt gerade schon gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Patrick wäre ich jetzt hier verloren. Wobei die zwei Jungs, besonders er natürlich, mir auch schon ein paar gute Tipps geben konnte. Das ist natürlich als Bodybuilder nicht immer einfach. Jetzt besonders, wo hatten wir das Problem? Bei den Hosen. Wenn man große Füße hat, am besten zeigst du mal gerade. Was gut, hier so also Patrick, wie sieht es aus? Knöpf vorne am Sakko. Nein, man steht nur den in der Mitte. Und zu machen und die anderen auf. Also immer drei Knöpfe, ist Patricks, Patricks sein, Zeichen. Drei muss sein, ja, weiter. Röwe, Spitz ist modisch, ja. Okay, ist klassisch modisch, ist okay, aber ja. Wir wollen es modisch, ja. Wir wollen es modisch. Wunderbar. Rückenschlitze. Keine ein oder zwei. Zwei, dann fällt er schön. Okay, schön Englisch, stimmt. Okay. Gut. Wunderbar. Seitentasche. Ja, Seitentasche ganz klar. Zwei links und eine rechts. Sieht ein bisschen modisch aus. Wieder, wenn man nur zwei hat, ist auch ein bisschen klassisch, momentan okay. Mode. Gut. Zwei links, eine rechts. Gut, hier. Also inklusive Billettasche. Yes. Gerade oder angeschrägt? Was meinst du mit Billettasche, sorry? Billettasche ist einfach die oberhalb von der rechten Tasche, ist normaler Schlitz. Ganz genau, so muss es sein. Okay. Mit Kondukteuren früher. Perfekt. Mit Kondukteuren. So muss es sein. Genau. Angeschrägt oder gerade das Ganze? Gerade. Gerade, okay. Also ihr seht, Leute, wir haben hier extrem viel Auswahl. Gut, Taillierung? Stark, oder vielleicht stark, ja. Taillierung ist auch wichtig, natürlich, für Bodybuilder. Gut. Initiale? Die Initialen. Personalize. Ja, du schreibst bei den Initialen hin Pro Bro. Pro Bro? Yes. Yes. Okay. Yeah. Hoch. Ja. Oder mittig. Ah, was heißt mittig? Mittig heisst auf dem Hüftknochen. Hoch heisst ganz hoch. Über dem Hüftknochen. Über dem Hüftknochen. Ich trage Hose, dazu Hose. Über dem Hüftknochen. Also ihr seht, Leute, das sind einige Sachen, die man sich da, überlegen muss, wenn man sowas macht. Das heißt, nehmt auf jeden Fall die Beratung. Links, rechts oder nehmt auf jeden Fall die Beratung in Anspruch, wenn ihr sowas macht, weil alles ist selber so beim ersten Mal, ist ein bisschen kompliziert und Figur. Das gehört natürlich auch zu einem guten Service dazu. Probeware am Start, ja, auch noch anprobiert. Heute mal etwas ganz Bequemes an. Sag es endlich mal um. Ja, keep going. Das sieht richtig massiv aus. Weißt du, wenn wir uns hier schon Maßanzüge machen lassen, müssen wir den auch zeigen, was wir machen. Ja, stimmt. Kannst du gerne behalten, also Represent ist ein sehr gutes Teil. Ich fühle mich sehr stark in diesem Shirt. Das ist bequem, das macht mich breiter, das macht mich breiter. Also du bist breit, Mann. Ready für das Ausmessen? Zu mir. 30 Jahre. Du checkst alles ab, ja? Jetzt ist aufgelegt. Ist einfach wichtig zu wissen, willst du oben ein bisschen Luft haben oder willst du wirklich, dass es satt sitzt? Sag jetzt mal so Italian Slim Fit satt. Yeah. Oder willst du ein bisschen für in deinem ersten Anzug ein bisschen Bewegungsfreiheit haben? Also es ist natürlich so, ich bin jetzt momentan in der Off-Season bei 105 Kilo. Also es wird nicht mehr viel mehr, aber ich denke, das sollte schon
Minimal, sitzen. Es sollte schon sitzen, aber nicht schlappern da. Es muss sehr gut sitzen. Ja, wunderbar. Also schon okay. Schön sitzen. Hast du so oben oder sieht das nochmal so aus? Was? Hast du so oben oder sieht das nochmal so aus? Ja, also, gerade herstehen. Gut. Sehr nice. So Nackenumfang, Bro, was meinst du? Was wir nachher sicher machen werden, Leute, bleibt dran. Wir werden Patricks Armumfang ein für alle Mal messen, damit die Leute mal wissen, was da Sache ist. Sache ist. Also Sache ist. Und meinen messen wir auch nochmal. Ohne Pump. Und meinen messen wir auch nochmal vom Fachmann, weil letztes Mal, kannst du mich noch erinnern, ja, haben wir ein Armumfang-Video gemacht, da hatte ich glaube ich 47 und viele waren enttäuscht. Viele waren nicht. Was hast du eigentlich? Keine Ahnung. Ich hab sogar heute Bild. Gebt diesem Video einen Daumen hoch und dann werden wir ihn auch noch ausmessen. Ja. Wunderbar. Jetzt Hose so montieren, wie du die Hose gerne anhast. Einfach Hose, wie sie einfach gerne anhast. Also mit einem Gurt. Genau, das ist gut. Seht ihr Leute, das ist auch sehr wichtig, dass man sich auf solche Sachen achtet. Der Mann weiß Bescheid. Aha. Genau. Gerade herstehen wieder, gerade ausschauen. Mein Booty-Ansatz, der ist sehr hoch. Ein mega langer Oberkörper. Gell? Langer Oberkörper, jetzt versteht ihr auch, wie ich so scheiß im Kreuzheben bin, Leute. Das wissen viele auch nicht. Aber ich habe einen langen Oberkörper, kurze Beine und kurze Arme. Und das entsprechend ist das absolut schlechteste von den Hebelverhältnissen her. Darum ist auch Simeon und Panda zum Beispiel so krass stark, weil der übelst lange Arme hat. Der brutal lange Arme. Die Hebelverhältnisse bei ihm stimmen. Also das ja, ist ein wichtiger Faktor, den viele vergessen. Und deswegen ist es nicht immer so individuell zu betrachten. Genau. Also, Brustumfang. Oh. Zum Nettreihen. Normal herstehen. Arme rauf. So. Arme rauf. Jawohl. Front double biceps, please. Und runter. Gut. Und jetzt den Latissimus nicht anspannen, aber nur liegen. Also das würde ich stehen. Also würde ich stehen und den Latissimus ein bisschen aktivieren. Okay. Gut. Front let's spread, please. Jetzt sind wir bei 118. Nummer. Ja. Was hat der Arnold Schwarzenegger? 180, ne? Nee, jetzt im Ernst, was hat er für einen Brustumfang? Wisst ihr das, Leute? 130 oder 135, ja. Dann schnell den Bauchnabel zeigen. Ich muss den nicht sehen, nur auf den Bauchnabel zeigen. Du darfst ihn gerne sehen. Das ist das Problem, das überlegen die anderen. Machen wir noch ein bisschen G4P hier. Also die anderen. Gut, wunderbar. Hey, du hast ja noch was. Was ist? Packt, hä? Gerade ausschauen, normal schnaufen. Jawohl, ich habe den Smoothie noch geführt von heute Morgen. Ja. Gut. Wunderbar. Super. Genau. Nice. Es ist auch wichtig, dass man, wenn man sich anmessen, natürlich nicht den Bauch einzieht wie sonst immer. Ja, weil sonst sprengst du den Anzug dann. Gut, dann darfst du das T-Shirt oder das Sweatshirt ein bisschen rauf tun. Dann tut die Hose nochmal richtig positionieren. Ja, also sie sind eigentlich immer richtig positioniert. Immer richtig positioniert. Ja. Gut, hinten gehen wir rauf. Gut, wunderbar. Pause. Das sind alles Messe für Sakko. Mhm. Und zwar bei der Sakko fällt, sehen wir nachher. Anhand von diesen Messe. Aha. Und der Dach. Alles im Griff. Hat alles im Griff. Alles so macht super. Er kontrolliert, er ist der Bodybuilder, der so ein bisschen guckt. Genau, das er specialized for Bodybuilder. Das muss alles stimmen. Das muss alles stimmen. Sein Job ist Perfektion. Jetzt. Gut, jetzt kommen wir zum Oberarm. Nicht Inflation, sondern Deflation. Also wirklich also, easy. Aber Inflation machen wir auch noch. Können wir machen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Machen wir schnell. Können wir machen. Okay, also ganz normal hängen. Die blüht es auch noch, Bro. Gut. Hier lohne ich dir noch ein bisschen Luft. Ja. Da wissen wir nicht, wie das aussieht. Ja. Einfach ein bisschen Luft lohne ich dir hier. Ja. Also wenn ich jetzt noch ein paar Mal das Fundament nehme und ein bisschen Alpha-Minus tanke. Also. Fangen wir mit dem Tunnelblick trainieren. Oh mit diesem Beats werde ich bald noch trainieren. Unangespannt, locker 45. Hey, unangespannt, unangespannt. Ja. Aber das ist mit dem T-Shirt. Es ist ein bisschen, noch ein bisschen Spatzung, also 44. Machen wir schnell den Real-Test. Ja, alles sind klar. Aber den Real-Test. Das war das letzte Mal, waren wir da schon? Vor Amerika war es, glaube ich, ja? Ja, vor Amerika. Das war vor Amerika. Oh, Jungs, jetzt. Come on. Oh. Give it to me. Oh, 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 oh. 49.
Ich denke auch, es sollten eigentlich sein. Nice Peak, nice Peak. 48,5 sollten es sein. Das ist groß. Und? 48 geschlossen. 48? 48, Leute. Bei 48. Offiziell, ne? Offiziell. Halben, Zentimeter gegaint in den letzten. Machen wir den Phil auch noch? 6 Monate. Müssen wir schauen. Aber den Phil auch noch. Ja. Gut, also. Ihm lasse ich den Vorteil. Ihm lasse ich den Vorteil. Schätzt ihr? Ich sag 46. Mit dem T-Shirt sicher 46. 46,5. Okay. Not bad. Machen wir den 40-jährigen Mann noch? Keine Ahnung, ich habe das schon lange nicht gemessen. Ja, aber das auch mein Körperfettgehalt ist ein bisschen höher als bei den Jungs. Du bist ja selber auch ein Bodybuilder. Der hat auch 47. Ich war mal sowas. Alright, oh, spannend. Ja, der hat einen 50er jetzt. Ja, der hat einen 50er. Krass. 49,5. Not bad. Meine ist wahrscheinlich 40, aber Fred. Serbian Genetics. Serbian Genetics. Gut. Wunderbar. Weiter im Text. Oh Leute, jetzt haben wir hier die Messung von Patricks Armumfang. Wie groß ist er entspannt? Entspannt 39,5. So, jetzt will ich es poppen sehen, Bro. Gut. Ohne Pump, hä? Ja, immer ohne Pump. Inklusive Pickel oder ohne? Wenn mit Pump misst, macht's falsch, weil das ist dann nicht ein Alltagswert eigentlich. Ups, das wäre zu viel. Nochmal. Jawohl. Genau. So Leute, jetzt. Ciao. Ich sag 43, so sicher. Ja, nein. Schau mal, es ist 40,5. Ripped like hell. Sieht also komm, aus. Gib eine Ansage. Ja, sieht größer aus. Sieht größer aus, weil er ripped ist. Gib eine Ansage, Bro. Ja, schau mal, meine Ansage ist, bring ich schon in einem Video dann. 43, ich möchte das nächste Mal, wenn ich auf der Bühne bin, 4 Kilo schwerer sein, Bro. Wow. Okay, krasse Nachbar. Ich will an dieser Stelle noch kurz sagen, all die Typen, die immer so sagen, sie haben einen 45er Ärmel, messt mal richtig, weil wenn er einen 40er hat oder einen 40,5er und ich dann immer so lese von den Typen, die seit einem halben Jahr trainieren und schon einen 43er haben, kommt natürlich immer auf die Größen drauf an. Aber jetzt sind wir dann fertig mit dem Ausmessen und dann, wie lange ist die Lieferzeit in der Regel von Anzügen? 5 Tage. 5 Tage? Alright, cool. Dann bin ich ja mal gespannt. So Leute, das war's. Wir haben jetzt mal die Anzüge soweit ausmessen lassen, haben uns für den Style entschieden, für die Farben. Ich hoffe natürlich, dass das alles, Patrick hat mich jetzt da komplett, ich habe mich jetzt komplett auf ihn verlassen und von den Schnitten und Styles her habe ich mich natürlich auf sie verlassen. Das Ganze ging ziemlich schnell und wie gesagt, ist mal eine interessante Option für Leute, die halt einfach mal Bock haben, sowas zu machen. Ich denke, einige von euch werden das Problem auch schon haben. Vielleicht ist der eine oder andere von euch auch im Business tätig, ist vor allem für die Schweizer hier natürlich interessant und vielleicht gibt es so etwas Vergleichbares bald auch in Deutschland, oder gibt es sicher auch schon. Von dem her, checkt mal ab. Ich danke an dieser Stelle dem Phil, dem Bodybuilder Pro, das heißt, wenn ihr jetzt auf die Webseite geht und die Seite kontaktiert, dann werdet ihr sicher auch mit ihm zu tun haben und hier der Boss, Sascha, mit dem 50er Ärmel, genau. Und ja, that's it. Danke euch fürs Zuschauen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Peace out.